Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich bin immer dafür, dass man zumindest manchmal die Dinge ein bisschen differenziert betrachtet. Das versuche ich auch jetzt in dieser Debatte, die wir jetzt führen. Einerseits geht es darum, dass ich glaube, dass ein Untersuchungsausschuss deswegen notwendig und sinnvoll und richtig ist, weil das politische Grundproblem geklärt sein muss und das politische Grundproblem man kennen muss. Das ist nämlich Folgendes, dass die Österreichische Volkspartei zugleich das Justiz- und das Innenressort besetzt. Das heißt, die zwei wichtigen Ministerien, die genau auch im Bereich der Sicherheit, im Bereich der Aufklärung von Straftaten zuständig sind. Und man hat, wie schon mehrfach gesagt wurde, leider Gottes den Eindruck, dass hier versucht wird, von Seiten eines ÖVP-geführten Justizressorts vor allem die Ermittlungen gegen einen ehemaligen ÖVP-Minister bewusst zu verzögern, zu verschleppen, zu verlangsamen, um es freundlich zu formulieren. Das ist sehr, sehr gefährlich auch, weil das zur Folge hat, und das muss uns alle gemeinsam mit Sorge erfüllen, dass die Menschen dieses Landes sukzessive das Vertrauen in eine unabhängige Rechtsprechung verlieren. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, der wir Vorschub leisten müssen. Und der zweite wesentliche Punkt, den man nicht übersehen darf, ist meiner Meinung nach schon auch folgender. Und da geht es jetzt nicht darum, den Herrn Grasser zu verteidigen, aber man muss schon auch berücksichtigen und diskutieren, wie weit es in Österreich mit den Prinzipien des Amtsgeheimnisses und der Amtsverschwiegenheit bestellt ist. Ich halte es für eine sehr problematische Entwicklung, dass interne Ermittlungsergebnisse der Justiz von Telefonprotokollen über konkrete Ermittlungsschritte der Staatsanwaltschaft permanent in den Medien landen und das Amtsgeheimnis mit Füßen getreten wird. In Wahrheit ist es so, ob einer schuldig ist oder nicht, er wird vorher medial so kaputt gemacht, dass am Ende des Tages wurscht ist, ob ein ordentliches Gericht die Unschuld erkennt oder nicht. Da müssen wir sehr vorsichtig sein, weil das heißt für uns alle, dass es jeden in diesem Haus treffen kann, dass er unter Bruch des Amtsgeheimnisses, der Amtsverschwiegenheit über die Medien vorverurteilt wird. Auch das sollte in einem solchen Ausschuss diskutiert werden, wie es die Justiz, wie es die heimlichen Ermittlungsbehörden mit den Prinzipien der Amtsverschwiegenheit und des Amtsgeheimnisses, ob sie das ernst nehmen oder nicht. Ich glaube, dass das ganz, ganz heikel ist und man sich das auch in Ruhe anschauen muss, weil die Causa Grasser nicht die einzige Causa ist, wo permanent das Amtsgeheimnis und auch die Amtsverschwiegenheit umgangen wird. Es gibt Gesetze, an die haben sich alle zu halten, auch die heimischen juristischen Stellen. Schlusssatz noch, Herr Gahr, wenn Sie glauben, dass der Herr Stadler und der Herr Grasser befreundet waren, dann kennen Sie es überhaupt nicht aus, weil der Herr Grasser und der Herr Stadler sind ungefähr so weit auseinander wie der Nordpol und der Südpol. Und dass der Herr Grasser damals, Gott sei Dank, aus heutiger Sicht, Gott sei Dank aus heutiger Sicht von der FPÖ zur Volkspartei gewechselt ist. Der Grund dafür heißt Ewald Stadler. Das sollen Sie auch wissen. Ewald, danke dafür. Dafür haben wir heute ein Problem weniger und die Volkspartei ein Problem mehr. Zu Wort ist